ich bin Silke von Frisch gestempelt. Tag 4. Schön, dass du dabei bist. Ja, es raschelt. Es ist nicht nur eine Stanze, es sind wohl mehrere Stanzen. Schauen wir mal rein. Anscheinend hat es Routine. Einmal eine Stempel, eine Stanze. Oh, oh, wie cool. Wie cool ist das denn? Guck mal, zweimal Geweih. Und Nasen, das sind wahrscheinlich die Nasen oder sind es die Augen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall drei Kreise. Und dreimal. Ach, das sind die Nasen. Natürlich sind es die Nasen. Guck mal hier, wie süß. Ja. Ganz schön viel drin. Wir sehen uns gleich. So, das ist ja quasi ein Selbstläufer, ne? Also irgendwie, ja, brauchst da gar nicht viel für. Ich bin immer noch total geflasht von diesen tollen, tollen Stanzen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Karte gemacht, die ganz schlicht daherkommt. Hier habe ich einen Stempel verwendet, der den Mund darstellen soll. Und dazu habe ich dann diese Box in der Box gemacht, die man dann halt, und die habe ich halt hier zweifarbig gemacht, damit natürlich das auch entsprechend dem der Karte zusammenpasst, ja? Und ja, fangen wir mal an. Wir fangen mal mit der Karte an. Ich weiß, das ist alles sehr simpel und einfach, aber hier geht es ja nicht darum, dass ich total komplizierte Dinge zeige, sondern hier geht es darum, dass ich dir einfach die Sachen zeige, die in dem Adventskalender sind und die direkt umsetze. Und das macht mir irgendwie einen Riesenspaß. Ja, also wie gesagt, das kleben wir hier einfach fest. Und hier, wie gesagt, habe ich dieses Stempelset, da habe ich dieses Oh du Leckere genommen. Das finde ich auch sehr, sehr witzig. Und das stempel ich in der gleichen Farbe wie die, wie das Geweih. Und das war's schon. Aber das ist ja nur die Beigabe, ne? Jetzt machen wir noch die Box. Dafür brauchst du, ich habe hier ein Stück Kraft, das hat die Maße 15,2 x 15,2 und das ist rundum gefalzt bei 5 cm. Ja? So sieht es aus. Und dann habe ich hier ein Stück in Braun, das habe ich, das hat die Maße 12 x 12 und das wird rundum gefalzt bei 3,5. Ja? Das bei 3,5. Können wir auch schon mal nachfalzen. Und hier habe ich noch einen Streifen in Rot, der halt die Nase dann darstellen soll. Und der hat die Maße 20,6 x 3 cm. Und gefalzt wird er hier bei 1 cm. Und dann bei, ja, ich habe es dann bei 3 abgeschnitten. Und hier wird er gefalzt bei 4,9, 9,8, 14,7, 19,6. Und das ist die Klebelasche und die bleibt stehen. Und jetzt mache ich schon mal Folgendes. Jetzt werde ich hier schon mal meine ganzen Kleber aufbringen. Das heißt einmal hier und einmal hier über diese ganze Länge. Dann bringe ich Kleber auf. Hier an diesem Teil und zwar hier rechts und links. Und das mache ich, damit ich mir damit ich mir die Abmessung spare, weil wir wollen ja hier nur eine Klebelasche stehen lassen. Das heißt, ich schneide hier direkt neben dem Klebeband ab. Und schneide dann hier ein bis hinten und schneide dann die Ecken noch raus. So, das war es hiermit schon. Jetzt müssen wir hier in der Mitte noch ein Loch reinmachen. Das geht natürlich, ich gucke mal, ob ich das jetzt hier mit der Zange bekomme, aber ich glaube nicht, auch wenn ich quer gehe. Ja, doch, es könnte klappen. So, ich mache es vielleicht nicht ganz so groß.
Warte mal, das Band, was ich habe hier. Ah, hier, das ist okay, glaube ich, 3. Also ich gehe hier von der Seite mal rein, bis in die Mitte. Aber das könnte ich mir auch noch mal schnell ausmessen. So, dann kann ich das zusammenkleben. Oder mache ich jetzt schon das Band durch? Ist vielleicht noch am einfachsten. Da muss ich nicht so durchgreifen. Das heißt, ich nehme jetzt hier so ein bisschen Band. Dann mache ich mir hier einen Knoten rein. Und ziehe das von unten schon mal durch. So, dann kannst du ja von oben auch noch eine Perle oder sowas machen oder kannst es dann hier nochmal festkleben, wie du magst. Ich glaube, ich mache das hier einfach mit ein bisschen Flüssigkleber fest. Oder nee, ich nehme Glue-Dot. So, und jetzt mache ich die Seiten fest. Und hier, das knicke ich einfach nach. Dann klebe ich erst auch das zusammen. Und diese Falzlinie, die ich jetzt hier gezogen habe, die dient einzig und allein dafür, dass ich weiß, wie weit ich jetzt hier oben in die andere Kiste rein muss, damit das den gleichen Abstand hat. Dafür ist das gedacht. So, das wird jetzt hier so ein kleines bisschen haken, weil es ja die gleiche Größe hat. Aber das lässt sich wunderbar reinschieben. Und du schiebst es immer bis zu der Falzlinie. So, dann können wir das nochmal nachziehen mit dem Halsbein. So, und das Innenteil ist jetzt schon fertig. Jetzt müssen wir hier noch dran. Und da wollen wir ja, was heißt wir? Ich möchte da ja noch dieses das kleine, das ist dieses kleine Geweih reinstanzen. Das ist schon alles sehr knapp. Aber es funktioniert. So, dafür habe ich mir das jetzt hier quasi mit so einem nicht ganz so haftenden Klebestreifen festgemacht. Ich nehme die nochmal weg. Moment. So, und dann weißt du ja, dass du so nach oben willst und dann richtest du das auch entsprechend aus. Ich würde es jetzt auch erst einmal draufkleben, dass es so schön rechts und links ist. Und dann guckst du einfach nochmal, weil wir haben hier. Das sind die 2 Zentimeter. Und die müssen wir auf jeden Fall haben bis über die Nase. Ja? Und das geht jetzt hier ziemlich genau bis zur Nase. Das heißt, wir können hier sogar noch ein kleines Stück runter. Gucken, ob ich das richtig sehe. Ja, so ist perfekt. Ja? So, und das können wir jetzt ausstanzen. Und das machen wir auf allen 4 Seiten. So, und auch hier können wir das jetzt machen. Jetzt ist es natürlich so, dass es halt, wie gesagt, hier rechts und links sehr, sehr knapp ist. Also das ist jetzt kein Zentimeter, es ist gerade mal einen halben Zentimeter. Genauso, hier ist es sogar ein bisschen rübergerundet. Ja, ein halber Zentimeter ist es. Also, ich würde jetzt hier auch schon mal Abreißklebeband machen, auch wenn wir das dann nachher wegschneiden, weil das haftet einfach am besten, finde ich. So, und dann schneiden wir es erstmal so weg, wie es sein müsste. Also wie breit dieses Abreißklebeband ist. So, und jetzt siehst du gleich das, was ich meine, dass wenn ich diese Klebelasche hier rüber mache,
Ja, also hier passt es jetzt perfekt. Und hier komme ich so ein bisschen bis da rein. Siehst du das? Und das müssen wir halt wegschneiden. Und das ist dann, kann man auch ein bisschen schräg machen, so dass es halt hier weg ist, es noch ein bisschen. Das heißt gerade hier. Ja, so passt. Das ist auch nur ein kleines Stück. Das machen wir so ein bisschen schmaler. Und hier auch noch ein bisschen. Also das, ich weiß nicht, wie breit das ist. Ich glaube 0,8 oder so dürfte dieses Abreißklebeband sein. Ich weiß es gar nicht so genau, aber jetzt kleben wir es fest. So, und nach Adam Riese müsste das jetzt hier reinpassen. Und es, jetzt hakt das hier unten ein bisschen, hier bei diesem, na, wo ist es denn, wo hängt es denn? So, passt. Ja, so sieht's aus und so sieht die Karte dazu aus. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wenn du magst, sehen wir uns morgen. Bis dahin, tschüss.